Ja, herzlich willkommen zurück bei AJ Barbecue, der Eigergriller. Ich bin's wieder, euer Andi, und heute mache ich Pulled Chicken im Dutch Oven für euch. Wie das Ganze geht, was wir dafür brauchen, zeige ich euch wie immer jetzt. Als erstes kümmere ich mich jetzt einmal um meine Honey Mustard Barbecue Sauce. Die ist, wie das ganze restliche Rezept auch, eine relativ einfache Geschichte. Es werden einfach alle Zutaten außer der Hühnchenbrust und der Zwiebel in eine Schüssel geben und werden dort dann ordentlich gleichmäßig verrührt. Das Pulled Chicken heute ist übrigens eine sehr gute Alternative für Leute, die keinen Bock haben, 10, 12, 14, 16 Stunden am Grill zu stehen und auf Pulled Pork zu warten. Das Pulled Chicken ist innerhalb von 3 Stunden fertig, wenn ihr wollt. Das kommt darauf an, wie viel Hitze ihr auf den Dutch Oven später gebt. Dem Pulled Chicken ist es aber auch wurscht, wenn es 6 Stunden im Dutch Oven drinnen liegt. Ne? Also es ist meines Erachtens ein sehr cooles Partyrezept, weil halt einfach relativ gut steuern kannst, wie lange es dauert. Außerdem ist es natürlich eine saubere Geschichte für Leute, die sagen, hey, ich mag eigentlich kein Schwein, das ist mir zu schweinig, das ist mir zu fett oder was auch immer. Also Pulled Chicken geht eigentlich immer. So, ihr seht es jetzt, ich habe jetzt sämtliche Zutaten in meiner Schüssel, die werden jetzt ordentlich verrührt und dann geht es weiter mit der Zwiebel. Die Zwiebel, die werde ich jetzt einfach dann einmal schälen und in Scheiben schneiden, genau, in Ringe, in Scheiben. Die sind dann ungefähr 5 mm dick. Mehr brauchen wir eigentlich nicht, die sind eigentlich nur da, um dem Hühnchen ein bisschen ein Bett im Dutch Oven zu geben, damit es unten durch die Hitze nicht anbrennen kann. Das ist eigentlich alles. Ja, mit der Zwiebel ist halt wirklich so eine Geschichte, da müssen wir echt aufpassen. Der Dutch Oven, wenn jetzt nicht mit Zwiebeln ausgelegt wird, dann brennen uns die Hühnerbrüste sofort an und wir haben nach 3, 4, 5 Stunden eine Mordsauerei in dem Topf drin. Dann kann man anfangen, da müssen wir auskratzen, da muss man unter Umständen richtig schmirgeln, damit diese Rückstände wieder weggehen. Dann muss man natürlich auch neu einbrennen. Das wollen wir alles nicht machen. Gibt es ein Video von mir, das kann ich euch einmal verlinken, falls doch was passiert. Aber wenn ihr den Boden schön auslegt mit der Zwiebel, dann geht eigentlich nichts schief. Wenn ein bisschen was rausschaut vom Boden des Dutch Ovens, das macht auch nichts. Bloß jetzt hier seht ihr es links unten, das ist ein großes Stück, das darf nicht sein. Da muss ich schnell nur eine Zwiebel nachschneiden, da habe ich mich verrechnet. Ein bisschen was, wie gesagt, wenn er rausschaut, nicht schlimm. So, jetzt kommen die Hühnchenbrüste rein. Und dann können wir die Soße drauf machen. Wenn die jetzt am Rand anliegen vom Dutch Oven, die Brüste, das macht nichts. Das ist echt wurscht, nur unten, weil unten drunter ja direkt die Kohlen liegen. Unten brauchen wir dieses Zwiebelbett. Jetzt kommt die Soße oben drüber, die wird richtig schön gleichmäßig über den Hühnerbrüsten verteilt. Da kommt der Deckel drauf und wir sehen uns am Grillplatz wieder. Den fliegen wir an, weil jetzt machen wir als nächstes Feuer. Ja, das ist er, Leute. Mein allererster eigener Grill. Mit dem hat das Ganze begonnen. Der ist jetzt schon über 10 Jahre alt. Die letzten 2 Jahre war er schon gar nicht mehr an und deswegen dachte ich mir, komm, Wetter ist eh doof, da könnte unter Umständen ein wenig Regen fallen, der Dutch Oven kommt da rein, da steht er geschützt. Deswegen feuern wir den heute endlich mal wieder an. Im Anzündkamin habe ich ungefähr 30 Briketts, die glühe ich mir schön durch. Die brauche ich zwar nicht alle, mir reichen eigentlich 21, aber das habe ich im Vorfeld, ich weiß auch nicht, ich habe halt einfach mal was reingeschüttet. Ich lege mir jetzt 8 Briketts auf den, sagt man, der Kohlerost wäre es ja eigentlich, in der Kugel wäre es der Kohlerost, aber da halt unten hin, gell, da stelle ich dann mein Dutch Oven drauf. Mein Dutch Oven, also jetzt habe ich langsam einen Sprachfehler. Also noch einmal von vorne, 8 Briketts lege ich mir jetzt da rein, stelle den Dutch Oven oben drauf und auf den Deckel vom Dutch Oven gebe ich dann 13 weitere Briketts. So, jetzt habe ich es doch fertig gebracht, oder? Ja, 13 oben, 8 unten sind nach Adam Riese 21, mehr brauchen wir nicht. Das Ganze wird jetzt 3 bis 4 Stunden dauern. In dieser Zeit müsst ihr halt einfach gucken, dass die Briketts immer wieder einmal nachgefüllt werden, weil die glühen ja durch. Also ich habe jetzt nicht die besten, die sind nach 1,5 Stunden durch. Das heißt, nach 1,5 Stunden habe ich nochmal nachgelegt. Nach 4 Stunden ist der Dutch Oven das Pulled Chicken fertig und schaut jetzt so aus. Ha? Schaut das nicht lecker aus? Die Soße ist schön einreduziert. Jetzt wird das Ganze zupft und dann sind wir fertig. Wenn ihr den jetzt länger drauf habt, den Dutch Oven, das macht alles nichts. Ihr müsst es bloß schauen, also diese 3 bis 4 Stunden ist schon das Maximum. Dann müsst ihr mal eine Flüssigkeit nachgeben. Okay?
Wenn das länger dauert, Flüssigkeit nachgeben. Dann zupfen wir das Ganze, vermischen das mit der Soße. Die Zwiebeln, die sind ja auch noch drin, gell? Da denkt dran, das gibt dann den letzten Pfiff. Und dann kommt das Ganze auf ein Burgerbrötchen. Bei uns gab es Kartoffelbrei noch dazu. Und so schaut das aus. Leute, es hat richtig lecker geschmeckt. Fast schon wie ein Pulled Pork, nur als Hühnchen, gell? Ja, das war mein jetziges Dutch Oven Video, das Pulled Chicken. Ich bin fertig. Ich hoffe mal wieder, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch, Abo und so. Ne? Ihr wisst es ja, ihr könnt es auch sehr gerne teilen, das Video. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Euer Andi von AJ Barbecue, der Allgäu Griller. Danke, ciao, servus, habe die Ehre, ade.